Hallo ihr Lieben, was hat Katy Perry mit Beethoven gemeinsam? Gut gebrüllt, Löwe, beide. Wow, ist ja der neue Song von Katy Perry und bei Beethoven klingt sowas dann so. Und so weiter. Beethoven sagt, ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Wenn wir also Schicksal sagen, ist gleich Löwe, Löwe, brüllt, brüllt, heißt der neue Song von Katy Perry. Wie schneller kann man von Beethoven zu Katy Perry kommen? Aber das, worum es eigentlich geht, ist natürlich eigentlich ein bisschen mehr Töne und Musik. Die Stefans Musikworkshop User, Gucker, Schauer unter euch, die von ganz am Anfang dabei sind, werden sich erinnern, dass es da immer um drei Töne ging, von denen ich erzählt habe. Und immer mal wieder kam jemand von euch und hat runtergeschrieben, ja, was war denn das nun mit den drei Tönen? Ich habe es nicht so richtig verstanden und kannst du das bitte nochmal erklären? Klar kann ich. Und Katy Perry bietet uns dafür mit ihrem Lied an einer Stelle einfach eine wunderbare Vorlage. Das wird dieser Moment hier sein in ihrem Lied. Weiter, ne? Kommen wir dann noch mal wieder drauf zurück. Die drei Töne, um die es geht, ist immer in einer Kombination, die so klingt. Unten ein Intervall, ein etwas größeres, nennt sich kleine Terz. Und darüber eine kleine Sekunde. Könnt ihr aber sofort wieder vergessen, ist eigentlich völlig unwichtig. Entscheidend ist die Kombination aus einem solchen Tonschritt und einem darüber, der ein bisschen kleiner ist als der darunter. Hier sind drei Töne beteiligt, hier nur zwei Tonschritte nach dem gezählt vom untersten. Wie kommt das zustande? Warum sind diese drei Töne was in der Popmusik, in der Klassik und überall so viel vorkommen? Und ich werde euch gleich noch zeigen, wie die nicht nur bei Katy Perry, sondern auch in diesem berühmten Anfang von der fünften Beethoven auch mit drinne stecken. Also zuallererst mal Folgendes. Verfolgt bitte mal auf meinen Händen. Es gibt etwas, das nennt sich Naturtöne. Die entstehen, wenn man einen tiefen Ton spielt, ganz leise, von ganz alleine. Wird man jetzt nicht hören. Ich spiele aber einfach mal einen Ton hier unten, den. Wenn man ein bisschen hineinhört, kriegt man mit, dass da auch dieser mitklingt, hier zum Beispiel. Obwohl ich den gar nicht angeschlagen habe. Das sind alles Schwingungen auf dieser großen, langen Saite, die wir hier haben, die da den Ton machen, ne, eine Saite, der Ton entsteht dadurch, dass dieses Ding schwingt. Und das schwingt aber nicht nur in der ganzen Länge, sondern das schwingt auch so, dass in der Mitte es einen Knotenpunkt gibt. Dann entsteht so eine Welle. Wenn man die Länge der gesamten Saite an der Stelle, wo der Knoten von der Schwingung ist, teilt, dann entsteht nicht dieser Ton, sondern dieser. So genannt eine Oktave höher. Und jetzt kann man die Saite an verschiedenen Stellen zu Knoten zwingen. Das macht die Schwingung dann beim Klingen von ganz alleine. Dann entstehen von alleine folgende Töne. Und so geht das immer weiter, die werden immer enger. Wichtig hierbei ist sozusagen das, was passiert in der Gegend vom 6., 7. und 8. Oberton. Zweiter Ton, dritter Ton, vierter Ton, fünfter Ton. Beim sechsten fängt es an, spannend zu werden. Der siebte und der achte. Und wenn ihr jetzt, falls ihr das hier sehen könnt auf dem Klavier, mal schaut, dann haben wir genau diese Kombination aus zwei Intervallen, die das ist, was man von Michael Jackson über Johannes Brahms und sogar schon Johannes Bach, Johann Sebastian Bach bis hin zu Katy Perry in der Musik pausenlos und immer wieder in dieser Kombination hat. Das klingt dann in den Bässen zum Beispiel so. Das ist eine Bassfigur, die greift sich übrigens auch auf dem E-Bass. Richtig cool, ganz einfach, einfach so, bum, 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 nicht wunderbar in der Hand. Und die findet aber nicht nur statt in dieser Lage, wo es im Bass so gut passt, sondern zum Beispiel auch in Melodiegegenden. Erinnert ihr euch an Silbermond? Wie hieß das mal noch? Ich habe
vergessen, wie das Stück hieß. War so ein schönes, haben wir mal einen Workshop zugemacht. Hier in der Melodie ist es auch drin. Wir hatten Eminem, We Made You. Da sind sie auch. Warum die in der Musik so häufig auftauchen, mag verschiedene Gründe haben. Zum Ersten treffen wir sie in verschiedenen Kombinationen an, die alle in einer Gegend sind, wo man als menschliche Stimme gut singen kann. Man kann damit herrliche Melodien singen. Das fängt bei ganz kleinen Kindern schon an. Wenn die einfach sagen, nein, das mag ich nicht, dann machen die als Melodie. Oder wenn auf dem Hof irgendeiner ein bisschen verarscht wird, dann heißt es dann hinterher. Ist eine Figur, die hat irgendwas mit der Natur zu tun, wie ja auch die Töne, diese sogenannten Naturtöne, einfach von alleine entstehen, ohne dass da einer was dazu machen muss. Ich verrate euch noch was. Die gibt es nämlich in dieser Naturtonreihe nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Das kann man aber auf dem Klavier nicht ordentlich zeigen. Warum? Weil dieser hier, der siebte, der ist eigentlich nicht der, sondern es ist einer, der liegt, wenn man ihn sich natürlich anhört, genau zwischen dem und dem. Und das bedeutet, wenn wir jetzt die Naturtonreihe mal statt den mit dem spielen, passiert Folgendes. Jetzt nehme ich nicht den, sondern den. Und plötzlich haben wir dieselbe Kombination schon einen Schritt vorher, nämlich hier. Statt hier. Und wenn man mit dem hier in der Mitte rumspielen kann, kann man sagen, es gibt es einmal hier und einmal hier. Alle auf demselben Grundton. Und jetzt Katy Perry macht eine Melodie, geht so. Und wiederholt sie das Gleiche nochmal. Zu dieser Melodie, ich zeige es euch gleich nochmal im Original, spielt der Bass. Einfach auf einer anderen Tonstufe auch die Kombination von diesen zwei Intervallen, diesen drei Tönen. Wenn man das jetzt zusammen macht, dann hat man einmal die Kombination, die ich euch erst gezeigt habe, als die untere von den beiden, die in den Naturtönen vorkommen. Jetzt wechselt der untere auf diesen Ton und jetzt plötzlich kommen dieselben Töne wieder, befinden sich aber in einer Relation zu einem anderen Basston und sind damit plötzlich die zweiten beiden. Beide passen mitten rein in das Stück, obwohl der Bass dafür sich ändert. Und weiter nichts passiert musikalisch an dieser Stelle von Katy Perry. Da ist überhaupt nichts anderes vorhanden als das Spiel mit diesen drei Tonschritten. Sowohl im Bass als auch in der Melodie und insgesamt gleich in zwei verschiedenen Versionen. Hört nochmal rein. Gemerkt. Und wo steckt das jetzt bei Beethoven? Das gibt es zum Abschluss noch als kleinen Gimmick hinterher. Ich spiele jetzt noch mal genau das Gleiche und lasse einfach den zweiten Ton, den ersten, der so lang ist, weg. Passt auf, was passiert. Und dann haben wir, welche Töne benutzt. Das sind exakt dieselben wie in dieser Stelle hier bei Katy Perry in ihrem Brüllstück. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, habt eine gute Zeit.